Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 16 Ultimate Team und wir gucken in dieser Folge mal, was Boateng und Alaba momentan auf dem Market kosten. Und das machen wir jetzt auch direkt mal. Jerome Boateng, 75.000 haben wir zur Verfügung und er kostet schon plötzlich nur noch 72.000. Ja, guck dir das doch mal an, was ist das denn? Ist der Hammer, oder? Wie schnell der im Preis gefallen ist, ist echt der Hammer. So, pass auf, Alaba. Schauen wir auch direkt mal, ob wir schon dabei sind. Ach, kostet nämlich auch nur noch 70, siehst du? Run, run, run. So, das sind also die zwei nächsten Spiele, auf die wir sparen werden. Alaba und Boateng. Jetzt werden wir uns gleich erstmal Boateng holen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was der Marco Reus kostet. Ja, ist gefühlt auch ein bisschen günstiger geworden. Hat vor einer Woche, zwei Wochen ungefähr noch über 200.000 gekostet. Ich gebe dem Ganzen noch ein, zwei Wochen, dann kostet er nur noch 100.000. Und dann ist es für uns an der Zeit, zuzuschlagen. So, Jerome Boateng. Ich hatte eben einen gesehen für Mindestsofortkaufpreis von 72.000. Dann gucken wir mal, ob es den vielleicht auch ein bisschen günstiger gibt. Hm, pass auf, 72,5 machen wir mal. Ja, mal gucken. Aha, 69,64, guck dir das mal an. Krass. 63.000. 61.000. Da wird ja immer besser. Okay, 61.000 war das günstigste. Müssen wir nochmal gucken, wo der war. Hier, 60.000. Gekauft. Run, run, run. Das geht mir vom Sack. Run. Okay, ab in die aktive Mannschaft mit dir, Boateng. La, 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 la. Jetzt juckt's mich, Alter. Ah, warte mal. Ah, Hilfe. Ah, Euro. Euro, Euro. So. Sehr nice. So, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen, Herr Sokratis. Und herzlich willkommen im Team Jerome Boateng. Tja. Sehr cool. Sehr, sehr gut. So, und ich glaube, Hummels können wir auch wieder spielen lassen, ne? Ja. Und diesmal mache ich nicht den Fehler. Wir nehmen jetzt auch mal einen Innenverteidiger mit, falls mal wieder einer rot kriegt. Und da würde ich mal sagen, starten wir auch direkt mal durch. Wir machen das nächste Spielchen. Und zwar ein Online-Season-Game. Wir müssen endlich noch einen verschissenen Punkt holen, um den Nichtabstieg bzw. den Klassenhalt klarzumachen. Ja, und das probieren wir dann auch direkt mal. Ein Punkt. Eigentlich wäre es theoretisch gesehen sogar noch der Aufstieg möglich gewesen. Aber dass das jetzt immer noch ist, weiß ich nicht. Aber wir werden es erfahren. So, unsere Mannschaft ist eigentlich, wie ich finde, doch ziemlich gut mittlerweile. Lemur Bohne, 67-36-5. Da bin ich immer gespannt. So, er spielt mit dem gestreiften Heimtrikot von Juventus. Schiedsrichter ist Mehmet Yildiraz. Und das ist die Aufstellung unseres Gegners. Ja, rechts haben wir Bundesliga, links haben wir Premier League mit drei Spielern vom FC Southampton. Das freut mich aber. Mit Wanyama, mit Van Dijk und mit Steckelnburg. Wir befinden uns im Sanderson Park zu Kundehut und spielen gegen den FUT FC. Na dann mal los. Im Sturm hat er übrigens Martial und Ramos. Müller. Freistoß. Kopf hinaus. Ah, Müller. So, schöner Pass. Auf Gündogan. Kriegt er mal. Schade, er kommt nicht dran. Oh, das war nicht gut. Freie Bahn da oben. Martial. Oh, ne. Den hätte er einfach nur flach in die Mitte spielen müssen. Das hätte schon gereicht. Tobi lädt den Gegner wieder zu Chancen ein. Und Tor. Hui. Gut, dann spielen wir ihn lang statt kurz. Das Schlimme ist aber, da steht auch meist einer mit dem Kopf, aber diesmal ging's. Lewandowski. Aubameyang. Passversuch auf Vidal. Fehlgeschlagen. Gündogan. Ah.
Abseits wäre es gewesen, dann war Martial. Oh. Lede! Müller? Ja, Lewandowski ist das. Okay. Kein Foul. Und Lewandowski. Jetzt aber. Jetzt hat er Platz. Lewan! Oh. Nee, Elfmeter war das nicht. Oh, oh. Das tut weh. Lewandowski! Nee, ein Elfer war es nicht. Auf keinen Fall. Das war ja Ballgespiel, hat man ja auch gehört. Thiago. Thiago! We had a little bit of luck with this goal. Jawohl, schön. 1-0 für den FC Kunot. Schöner Zweikampf. Gut geführt, stark, sicher in der Abwehr. Das war jetzt wiederum nicht so stark im Offensivspiel. Martial, das gibt einen Freistoß. Aufgepasst. Costa. Wird ihn treten? Nein, Depay wird ihn treten. Memphis Depay. Von Manchester United mit dem Freistoß. Nein. Schade. Also, was heißt schade? Natürlich gut für uns. Ah, Hummels. Boateng regelt. Da ist er wieder. Ui, schöner Pass. Auf Aubameyang. Aubameyang. Lewandowski. Oh. Piszczek. Oh. Und Vidal. Nein, zu viel Hampelreiter. Fliegt die Frage in die Fug. Holla. Hummels räumt da mal Martial weg. Und er gibt schon wieder Rot. Das ist so ein Bullshit, Alter. Hat noch 50.000 Kilometer bis zum Tor, aber weiß, er gibt Rot. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Schön, Aubameyang. Bam! Oh. So, Thiago kann das aber auch von der Seite hier. Ah, Eckball. Glück gehabt. Glück gehabt. Thiago, gleich nochmal. Oh. Was war das denn? Ey, ich bin Bruschkiller, Alter. Ball gespielt. Müller. Schön. Und Thiago! Was ist das? Ah. So. Ja, das mit Hummels ist natürlich extrem beschissen. Aber was soll's. Müller, Flanke. Auf Aubameyang. Oh. Den hätte die Beine gehobt. Vorsicht, wir sind da hinten jetzt natürlich schweineoffen. Und anfällig für Konter. Memphis Depay. Boateng regelt. Endlich wieder. Ich möchte hunderte Kommentare sehen unter diesem Video, wo steht Hashtag Boateng regelt. Ihr seid herzlich dazu aufgerufen. Auf in die Twitter-Top-Trendings damit. Danke. Niemand ist so cool wie Thiago, Mann. Hm. Schön. Und jetzt durch. Aubameyang. Ganz da unten ist Müller. Nein. Oh, Vidal. Rot. Freistoß. Gelbe Karte für Rodriguez. Und ich schätze auch gelbe Karte für Vidal. So, kein Abseits. Oh nein! Tobi hat's verkackt.
Depay. Ich weiß nicht, wir müssen wahrscheinlich in der Halbzeit dann einen Innenverteidiger ersetzen. Also reinsetzen. Ich denke mal, lange wird das so nicht gut gehen. Schön. Oh. Jetzt. Ja. Schön gespielt. Aber mehr. Torwart kommt, Torwart kommt, Torwart kommt. Warum schieße ich denn nicht? Aubameyang. Oh. Hürk. Aubameyang. Aubameyang. Was? Wie hat der den denn noch gehalten, Alter? Hier, Vidal, nimm du. Oh. Ja, Lukas Piszczek, der war nice. Alter, Piszczek, ey. Den nimmst du mit dem Fuß und machst dann richtig schönen Pass mit Schmackes hoch zu Rodriguez, ey. Aber nicht so eine Scheiße. Wollen wir noch riskieren, weiterzukommen? Wir riskieren mal noch weiter so zu spielen. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Scheiße. So, Pino an. Müller. So, Lewandowski kriegt den Ball. Oh. Schade. Och, oh, mit Glück kommt er da runter. So, Boateng gegen Ramos. Kein Problem. Kein Foul. Was? Was ist das denn? Ich hab da keinen Freistoß für. Was zur Hölle? Oh, Lewandowski. Oh, Torwart kommt. Was denn? Er capt nichts immer. Ah, hey, 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 der hat mich aufgehalten. Die alte Pimmelbratze. Nein, den habe ich nicht gesehen. Fuck. Nein. Leno hat ihn. Leno regelt. Oh. bleibst du noch bitte im Tor? Danke. Was war das denn? Okay. Erstmal ein bisschen Ruhe jetzt ins Spiel bringen hier. Das ist ja die reinste Fehlpass-Gala hier gerade. Schön, Müller. Oh, der hat natürlich gegen Baba, die Schnelligkeit angeht, ein bisschen zu knabbern. Abgefälscht Eckball, oder? Oder? Jo. Machen wir mal lang. Genau an. Lewandowski! Schön. Nein! Boateng! So, jetzt muss das 2-0 her. Aber nicht so, Tobi, aber nicht so. Aufpassen, Depay. Boah, Leno! War eh abseits, okay. Boah, aber der hätte den noch gehabt, krass. Krasser Wack, Alter. Der hätte den mal noch eben rausgefischt. Heftigst. Boateng. Es ist... das ist ein Tier. So, pass auf Lewandowski. Der hat noch Power. Müller, klasse Ballmitnahme. Lewandowski. Nein. Warum schießt er da so früh? Ist der Deppert oder was? Oh, ich weiß es nicht. Costa. Ja. Aufpassen, Vidal. Hast schon gelb. Auch Rodriguez hat schon gelb. Aber das war gut verteidigt. Nein, aber Gündogan macht da nicht mit. Warum nicht? Oh. Abseits. Ne, doch. Oh. Okay.
Leno vor mit dem Ball. Der geht immer zum Gegenspieler, weil mein scheiß Mitspieler da nicht mit zum Ball läuft. Warum macht er das nicht? Ja. Ja. Puh. Der ist genauso verspielt vorm Tor wie ich. Warum zieht Lewandowski nicht in die Mitte? Ich verstehe es nicht. Ja. Abseits. Okay, wir sollten jetzt reagieren. Und sollten einen Mittelfeldspieler reinbringen. Pass auf, Hummels. Ach nee, geht ja nicht. Warte, stimmt. Wir müssen ja Gündogan ersetzen, richtig. Müller auf die zentrale Position und ins zentrale defensive Mittelfeld setzen wir Ter Stegen. Geht das? Nee, okay. Schade. So, Götze. Und vorne im Sturm bringen wir... Beziehungsweise wir können ihn auch auf rechts setzen hier. Costa. Mal so ein bisschen als Sprint-Alternative oder so. So, Götze. Mit dem Freistoß. Pam. Ah, natürlich. Schön. Boateng. Ah, Mann. Chop, chop. Güzel, Alter. Ach, der Boateng, ey. Ich liebe ihn. Vorsicht. Durch die Mitte. Wanyama. Tor. Oh, Leo. Wir haben so ein Schwein in diesem Spiel, ne? Alter. Ja. Tobi spielt mit dem Feuer. Jetzt ist er drin. Ja, ist verdient. Keine Frage. Weil die Abwehr da irgendwie nicht so wirklich mitgeht. Alter, das ist mal ein Foul gewesen. Das war ein Foul. Guck's dir an. Alter, krass. Krass. Ein Foul vor dem Tor. Das gibt's gar nicht. Oh. Nächster Fehlpass von Götze. Nächster Fehlpass von Aubameyang. Und schöne Ballannahme von Götze. Und Lewandowski. Ah, da liegt den Ball doch immer so hin. Nein, diesmal nicht. Ah. Also auch wenn das Tor natürlich verdient ist, keine Frage, ist es doch gleichzeitig ein wenig kontrovers, weil es war ein Foul. Boateng regelt. Zack, Götze. Und Lewandowski nochmal. Nächste Überzahlsituation vor dem gegnerischen Strafraum und wieder versemmelt. So eine Scheiße. Mit so einer Scheiße. Lewandowski. Warum? Warum mache ich sowas? Nein! Das gibt's doch gar nicht. Wie ich das Spiel einfach gewinnen muss. Wie ich dieses Spiel eigentlich gewinnen muss. Wir hatten so viele Situationen. Ja. Bam! Komm schon, Lewandowski. Renn nochmal. Nee, Torwart kommt, Torwart kommt. Aber die Klärung war nicht ideal, aber... Gut. Boah, es ist schon wieder so ein bitteres Spiel, Mann. Ich meine, klar, wir haben den Klassenerhalt geschafft, aber es ist wieder so ein... Oh. Meine Fresse, ey. Das ist so ein Rumgepisse da im Moment. Mein Gott. Ärgert mich über mich selbst einfach nur. Ich glaube, damit ist die Saison vorbei, ne? Nee. Nee, Quatsch, wenn wir die letzten beiden Spiele nämlich noch gewinnen, richtig, dann können wir ja noch... Ja, doch noch den Aufstieg irgendwie schaffen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Das steht in den Sternen. Wir sind sehr gespannt, beziehungsweise ich bin sehr gespannt. Ihr hoffentlich auch. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.